Now think about these industrialized. Denken Sie an diese industrialisierte Viehzucht. Das ist das perfekte Szenario, um die Bakterien allmählich an diese Antibiotika zu gewöhnen und Mutationen anzuhäufen, die ihre DNA verändern. Man kann dabei zusehen, wie sich diese Organismen im Laufe von Tagen weiterentwickeln. Die große Frage war, bleiben diese Mikroben in den Tieren? Sind es spezielle Tiermikroben oder können sie sich auf den Menschen übertragen? Die meisten für Menschen gefährlichen Krankheitserreger finden sie auch in Tieren. Wir sehen, dass sie bei Tieren resistent sind. Springen die Erreger von Tier auf Mensch über? Wir besorgten uns Fleisch aus Lebensmittelgeschäften. 80-90% der Geflügelprodukte, die wir getestet haben, enthielten Kolibakterien. Wir wollten herausfinden, ob es einen Zusammenhang gibt zwischen den Kolibakterien, die wir in den Fleischproben gefunden haben, und den Kolibakterien, die Menschen infizieren und töten. Also schlossen wir uns mit dem örtlichen Krankenhaus zusammen. Sie fingen an, Proben aller Kolibakterien der Patienten zu sammeln, die zum Beispiel mit Harnwegs- und Niereninfektionen angeliefert wurden. So erhielten wir die Laborkulturen der Erkrankten. Im gleichen Zeitraum isolierten wir die Erreger aus dem Supermarktfleisch. Dann sequenzierten wir jeweils deren DNA. Es waren tausende Datensätze. Als wir dann die Bakterien-DNA des Supermarktgeflügels mit der Bakterien-DNA der Krankenhauspatienten verglichen, fanden wir eindeutige Übereinstimmungen. Für mich gibt es keinen Zweifel. Das war der Beweis. Es ist ganz klar, dass diese Kolibakterien vom Geflügel auf den Menschen übertragen wurden, mitsamt ihrer Resistenzgene. Es gibt eindeutige Beweise dafür, dass sich aufgrund des hohen Antibiotikaeinsatzes bei Tieren neue Resistenzmechanismen in Krankheitserregern entwickeln, die auch Menschen infizieren. Das ist wirklich beängstigend, denn diese Resistenzgene verbreiten sich über die ganze Welt.